So, ihr habt eure Überraschung gewollt. Ihr gesagt, habt ihr sie euch verdient. Und hier habt ihr diese Überraschung jetzt auch. Ja, ihr könnt es wahrscheinlich dem Titel schon entnehmen. Ich plane ein kleines Adder-Adventure. Ja, der Adder, was ist der Adder? Ganz einfach, es ist das Gegenstück zum Nether. Ist ja schon ganz klar eigentlich. Es stellt den Himmel dar und ich will eigentlich nicht ganz so viel verraten dazu. Ich habe hier schon mal eine Welt präpariert, das heißt, ihr seht es eh gleich. Ja, wir starten da direkt mal rein. Ihr seht es, wir haben diese kleinen Tipps da unten auch am Bildschirm. Und ja, schöne Welt. Mit einer Minimap, genau. Keine anderen Mods drin. Und ihr seht schon, die erste Änderung, wenn man ins Inventar guckt beim Adder, ja, das ist mein Skin. Oh, cool. Wir haben hier jetzt ein paar Slots mehr. Das heißt, für Accessory, also für so Gegenstände wie Ringe hier, eine Kette, ein Cape, irgendwie so ein Schild, kenne ich nicht ganz genau, und Handschuhe. Dazu kommen wir einfach später in diesen Adder-Adventures-Ding. Ja, ihr wisst schon. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, da ich jetzt nicht ganz genau geplant habe, das heute schon zu machen. Hat sich einfach so ergeben jetzt. Und ja, da ist es. Das Tor, das uns zum Adder bringen wird. Ist eigentlich genauso aufgebaut wie das Nether-Portal, nur dass das anstatt aus Obsidian mit Glowstone gemacht wird. Und man tut es auch nicht irgendwie mit dem Feuerzeug anzünden, sondern bam, 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 man tut einen Eimer Wasser drauf kippen. Sehr schön. Ja, und ich muss gerade nochmal hier pausieren, da ich meine Kopfhörer schon anschließen muss. Moment, Moment. Was, sonst hört ihr diesen Ingame-Sound durch mein Mikrofon noch übertriebener. So, dann haben wir jetzt die Kopfhörer angeschlossen, alles klar. So. Ja. Jetzt muss ich aber nochmal die Einstellung vornehmen. Nochmal die Sounds ein bisschen runterdrehen und die Musik, glaube ich, auch. So. Gut. Diesen Eimer Wasserturm ist jetzt mein Inventar. Und ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt direkt ins Adder Adventure. Ha! Seht ihr diese Pro-Tipps? Don't store spare TNT blocks near your redstone circuits. Ja, das ist schon schlau eigentlich, wenn man das nicht tut. Also man sollte das nicht tun. Wo ist meine Maus? Okay, es hat kurz gehangen. So, und herzlich willkommen im Adder. Yeah. Moment, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So, wir haben natürlich auch hier direkt einen Gegenstand bekommen. Und zwar haben wir das Book of Lore Volume 3 bekommen. Wozu dient dieses Buch? Es ist ganz einfach. Boah, ich muss... Oioioi. Da muss ich erstmal eine Menge generieren gerade, merke ich. So lange kann ich das Buch erklären, ja. Das Buch ist eigentlich im Prinzip eine kleine Hilfe für uns, falls wir irgendwie nicht wissen, was ein Gegenstand oder sowas an Fähigkeiten oder sonst was hat. Wir tun es einfach mit Rechtsklick aktivieren. Dann tun wir hier unser Item rein. Ja, der Bucket geht natürlich nicht, weil das auf die Adder ausgelegt ist. Also auf den Adder, sorry. Und ja, ihr seht, ich spiele auf... Moment, wo sieht man's? Da sieht man's. Ich spiele auf Easy, weil ohne Monster ist ja schon ein bisschen low, oder? Und deswegen fliegen hier so ganz viele komische Viecher rum, die mich alle nicht mögen, weil sie einfach nur total assi sind. Hey! Da hat mich eins von den Viechern getroffen. Scheiße. Ja, genau die großen Viecher da oben, die spucken so komische weiße Bällchen. Und wenn wir von denen getroffen werden, werden wir zurückgeschleudert. Das demonstriere ich gerade mal. Hui, seht ihr? Uns hat uns zurückgehauen. Gut, aber wir sind jetzt nicht hier, um uns von irgendwelchen... komischen Viechern zurückhauen zu lassen, sondern wir sind hier, um Minecraft zu spielen. Das heißt, wir am Anfang, wie immer am Anfang von Minecraft, wir holen uns erstmal ein paar Wooden Planks, also Holz. Das sind hier die Skyroot Logs. Ja, keine normalen Logs, sondern Skyroot Logs. Und sind im Prinzip eigentlich genau dieselben wie die normalen Logs. Das heißt, man kann daraus einfach Wooden Planks machen. Das sind dann halt nicht normale Wooden Planks, sondern Skyroot Planks und sowas. Aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und wir machen daraus einfach nur ganz normale Wooden Planks und dann machen wir da unsere Werkzeuge und sowas draus. Ganz wie gehabt in Minecraft auch. Nur, dass es halt jetzt anders heißt. Ja, Skyroot Log. Gut. Dann knallen wir uns hier mal rein. Oh, ich muss jetzt mich daran gewöhnen, dass ich kein Too Many Items drin habe. Und ich werde schon wieder hier zurückgeschossen von euch. Ich bringe euch alle um noch, ihr Mistviecher. Stell mich jetzt hinter den Baum hier. Und ja, mit den Skyroot Planks können wir ganz genauso unser Zeug craften wie mit ganz normalen Planks. Das heißt, wir haben jetzt erstmal hier unseren Crafting Table. So. Und dann hauen wir da jetzt erstmal 8 Sticks raus, genau. Weil mehr brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Gut. Ich mache meine Spitzhacke. Genau.
und eine Schaufel. Das sollte eigentlich erstmal ausreichen. Gut, und jetzt kann ich das nochmal mit dem Book of Lorida demonstrieren. Das haben wir jetzt geöffnet. Und die Skyroot Pickaxe zum Beispiel. Ja, es gibt auch neue Achievements beim Adder, ist auch ganz cool. Skyroot Pickaxe. Digs Holy Stone in Adder Auras. Randomly gives double drops very slow speed. Few uses. Das heißt so viel wie, man kann damit diesen Holy Stone, das ist halt der normale Stone, und Adder Auras, also die neuen Auras, die dazugekommen sind aus im Adder jetzt, abbauen. Und es gibt manchmal, ich weiß nicht genau, wie hoch die prozentuale Chance ist, aber es gibt uns manchmal den Double Drop, das heißt, dass man statt einem Block so zwei Blöcke kriegt, aber hat halt einen nicht gerade so hohen Speed. Und bei der Schaufel ist das genauso. Skyroot-Werkzeuge halt. Und jetzt würde ich erstmal sagen, wir buddeln uns... Oh, da ist ein Vogel. Vogel, bist du ein guter Vogel oder bist du ein böser Vogel? Erstmal mein schwebendes Schaf noch. Oh, Alter! Was bist du denn für ein Imbar-Schaf? Du kannst ja voll springen. Ist ja übel. So, gut. Okay, der Baum ist hier runtergekommen. Ja, und was wir ja noch haben, das ist auch ganz cool, dass ich den hier direkt am Anfang habe. Einen goldenen Baum. Da, aber um den kümmern wir uns später. Und hey, cool, hier ist noch direkt eine Wasserquelle. Das ist cool, das gefällt mir. Bauen wir jetzt erstmal direkt mit diesem Holy Stone ab. Hey, was war das? Ich wollte gar nicht hoch. Wer hat mich ja hochgedrückt? Naja, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, genau. Ich weiß ein bisschen perplex, dass hier direkt eine Höhle ist. Wir kloppen uns jetzt erstmal irgendwo in der Wand sowas wie eine Basis rein oder sowas ähnliches. Und was zur Hölle? Warum leckt das hier so? Verdammt nochmal, Alter. Bau dich doch mal schneller auf jetzt. Willst du mir jetzt aber nicht sagen, dass ich jetzt direkt am Anfang der Adder Adventures schon an einem Dungeon bin oder was? Okay, mir schwant leider, dass wir schon wirklich am Anfang einen Dungeon gefunden haben. Juhu! Cool. Aber jetzt bin ich etwas verwirrt. Jetzt hat es mich voll aus dem Konzept gebracht. Und außerdem finde ich das jetzt gerade mal ein bisschen unfair, weil wie ich damals den Adder getestet habe, habe ich diese ganzen Tempel 1, 2 und irgendwo da drüben ist noch einer, habe ich diese ganzen Tempel nicht gehabt. Diese Tempel werde ich euch später noch erklären, wozu sie dienen. Aber es regt mich einfach total auf, gerade mal, dass ich diese Tempel da nicht hatte. Naja, was soll's. Ah, du triffst mich nicht, du Knecht. Wo war denn jetzt unser Crafting Table? Au! Verdammtes Dreckvieh, es hat mich vergiftet. Ah, scheiße. Von wo kommen wir denn? Von hier kommen wir. Ah, da ist ja noch so einer. Ich will noch nicht sterben und es lag gerade übertrieben. Stirb, Vogel. Stirb. Die sind eigentlich wie die Skeletons. Da muss man einfach nur in Zickzacks rumlaufen. Zickzacks, Pokémon. So, der ist jetzt tot. Danke. Und ich bin auch gleich tot. Scheiße. Und dieses Gift lässt mich einfach hier in irgendeine Richtung laufen. Ich hoffe, das hört jetzt auf. Nein, tut es natürlich nicht. Wir sind tot. Na super. Fängt ja gut an. So, wir werden natürlich in der Nähe unseres Erders wieder gespawnt, ist ja klar. Spawnpoint und so. Für den Fall, dass wir verloren gehen, aktiviere ich jetzt mir meine Karte und setze mir den Wegpunkt zu Eingang. Normale Welt. Ja, es hat ein bisschen Schreibfehler hier drin, ist mir egal. Setze mal eine andere Farbe hin. So, dankeschön. Und zurück in den Erder. Und ich wette, dieses Dreckvieh von Knechtvogel, ah ne, es ist ja gar nicht mehr da gewesen, aber das sind die anderen Vögel, scheiße. Die regen mich jetzt ein bisschen auf. So, unser Buch, ein Zappling und das Ding. Und der spuckt schon wieder. So, dann bin ich jetzt leider gezwungen, die Holy Stones aufzubrauchen und mir erstmal ein Holy Stone Schwert zu machen. So. Und dann gehe ich jetzt erstmal nochmal ein paar Holy Stones holen, damit wir uns noch die restlichen Werkzeuge draus machen können. Genau. Doing, 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 doing. Wo ist die große Wasserquelle? Vogel, lass mich in Ruhe. Könnt ihr erklären, warum ich so eine Abneigung gegen Vögel habe? Verdammte Drecksviecher. Da ist einer. Irgendwo, da war noch einer, glaube ich. Aber ihr haltet mich nicht von meiner Mission hier auf. So, Holy Stone, Holy Stone, Holy Stone. Holy Stone. Und seht ihr, es gibt uns die Drops. Die Double Drops. Es kommen zwei Steine raus. Cool. Lass mich doch hier raus. Drecksströmung. Und wieder zwei Holy Stones. Das finde ich cool. Das ist geil.
Gut. Dann machen wir uns jetzt weiter wieder zu unserer Working Bench. Oh, da sind noch neue Monster da. Genau, das sind jetzt gelbe Slimes. Und was diese Slimes hier droppen, seht ihr gleich. Erstmal kaputt kloppen. Nein, die droppen kein Wasser, keine Sorge. Stirb du. Ah! Verdammtes Mistvieh! Verflucht seist du, du dreckiges Dreckvieh. Ich habe jetzt nämlich nichts, um mich aufzuheilen. Scheiße. So, dann machen wir uns noch eine Holy Stone Axe. Die Schaufel habt ihr eigentlich gar nicht benutzt. Ist noch gut. So. Dann haben wir den Sapling. Der Eimer kann hoch, das kann hoch, das kann hoch. Fuck. Das ist jetzt echt ein scheiß Anfang hier. Wo dieser Slime hin ist, würde ich gerne wissen. Stirb. Dankeschön. So, was hat dieser Slime jetzt gedroppt? Und zwar blaue Clouds. Aussprache gleich null. Ja, was können wir mit denen? Das zeige ich euch jetzt erstmal nicht. Das ist nämlich ganz gefährlich, wenn man auch nicht aufpasst. Die schleudern einen nämlich hoch, wenn man da drauf springt. Und wieso ist die Schaufel kaputt? Wieso zur Hölle ist diese Schaufel gerade kaputt gegangen? Muss ich das jetzt wissen? Wir machen jetzt erstmal eine Holy Stone Schaufel. Kloppen mir noch ein paar Steine weg. Wir bauen uns jetzt erstmal so ein kleines unterirdisches Löchlein. Weil jetzt stört es mich echt ein bisschen. Ey, wir haben... Ah, ein Ambrosium Shard. Ja, das ist die Kohle in diesem Himmelsgebilde hier. Die dient zum Fackeln machen, als Brennstoff für irgendwelche Sachen noch. Jetzt mache ich erstmal eine Rundumschließung. Hierzu. Gut. Oben zu, dunkel. Dann zeige ich euch jetzt genau, wie man Fackeln macht. Das ist nämlich wie ganz normale Fackeln. Und wir bekommen ja diese Ambrosium-Torches. Die leuchten eigentlich genauso hell wie normale Fackeln. Ist eigentlich keine Änderung dabei. Aber sie sehen halt cooler aus, weil sie gelb sind. Und ich würde sagen, an dieser Stelle hier beenden wir jetzt den ersten Part des Adder Adventures. Ich hoffe, es ist eine coole Überraschung gewesen, die ich euch hier bieten konnte. Und ja, im nächsten Part seht ihr dann, wie ich hier weiter kläglich versuche zu scheitern, voranzukommen, irgendwas davon. Bis dahin, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von TK's Adder Adventures. Bis dahin, ich habe jetzt zweimal bis dahin gesagt, haut einfach rein, Leute.